Vorstoff. Ich glaube, ich nicht. Das ist, keine Ahnung, es werden Öl- oder Kühlleitungen sein. Ja. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist der erste Teil unseres Videos. Wir sind heute bei der C-Java Airbase unterwegs und wir haben hier schon das erste Teil, und zwar eine Douglas C-47. Wow, da haben wir schon ersten Stahlträger und so. Sollen wir mal gucken. Es ist extrem nebelig hier. Das ist krass. Schau mal da. Wisst ihr, was das hier war? Nein.
Da sind die Tore reingefahren. Das war hier das Tor. Das ist hier reingefahren zum Öffnen. Schaut mal, wie dick das Tor war und das der Stahl von dem Tor. Ja. Benni, in dem Raum da drüben siehst du das, wo das Tor reingefahren ist. Hier, schau her, das ist da. Da ist der Rest vom Tor. Das ist bis dahin, das kleine Stück unten ist vom Tor. Genau. Der Rest existiert aber nicht mehr. Das ist gesprengt, hier oben hängt. Das ist von. Das ist von der Ausmauer. Nein, das ist. Das, ja, natürlich. Weil die von innen nach außen gesprengt wurde. Damit man. Ich will trotzdem nicht die Leiter auf den Hinterschutz geben. Und guck mal, das sind Ketten. Ketten. Ja, das ist da, wo wir vorhin nicht rein sind, weil da das Wasser drin war. So, und dann sind wir hier schon wieder am Anfang. Das ist im Endeffekt ein Weg. Gehen wir hier einfach mal durch. Müssen wir wieder hier über die Holzplanke gehen. Die im Übrigen sehr wackelig ist. Was? Ich kann's halt. Dann geh ich da nochmal hinter. Ja, da ist der Stuhl. Da ist auch nochmal so ein Stuhl. Erinnert mich an die Stühle aus der Schule. Schaut genauso aus. Und den Kasten. Da wurde die Wand eingerissen. Und da sind die Lampen dann da oben gewesen. Bezweifle aber, dass darauf Ding ist. Schaut mir tatsächlich hier sehr stark nach Schule aus. Hier sogar ein kleiner Bügel. Kiste. Hier kann man komplett durchgerostet, da kann man die Wand so richtig in die Hand nehmen. Das fällt schon alles auseinander. Ach du heilige Scheiße. Das zerfällt wortwörtlich beim Anfassen. Das ist ein Lüftungsschacht. So? Sogar mit Holztür oder so. Was ist denn das? Stahltür. Ja.
kann ja wirklich auf der runtergefallenen Mauer laufen. Das ist voll lustig. Das ist wie ein Boden jetzt. So, gehen wir wieder zurück und zwar auf dem Hauptweg. Loch im Boden. Yay. Auch der vierte Weg lang. Ich würde sagen, es ist Abwasser gewesen oder so. I don't know. Können wir mal ein Stück nach hinten gehen? Und wir schaffen. Wir haben ganz, ganz viele Stahl-Dinge. Was haben wir denn da? Schau aus wie eine Bombe, ist aber ein Boiler. Oder? Ich denke mal. Da ist ein Loch im Boden. Boah, da kommt's kalt raus, ich sag's euch. Da geht's auch noch um die Ecke. Aha. Ganz viele, viele Kabel gefunden. Und da geht's dann nach oben. I don't know, ich sehe nichts. Weil vor mir der Abgrund ist. Beziehungsweise kein Abgrund, sondern ein Loch. Da will ich jetzt nicht unbedingt reingehen. So, dann gehen wir aus diesem lustigen Eck hier wieder raus. Boah, ich sag's euch. So an der Mauer zu laufen und dann an der Kante zu sein mit den Füßen. It's not easy. So, draußen. Also falls man hier aufs Klo muss, natürlich ist auch dafür gesorgt. Werde ich direkt machen. Das war hier nämlich aufs Klo zu gehen. Sieht sehr, sehr lustig aus. Wobei, das überlege ich mir noch mal. Schaut nicht mehr so sauber aus. Hier haben wir Fliesen. Interested. So, das Lustige ist, wir wissen selbst nicht, was da vorne ist, weil wir sehen nicht weiter als ihr. Das kann ich euch versichern. Keine Ahnung, was das war. Ja. Kuckuck. Da ist ein Stein, der lohnt sich zu filmen. Aha, schau ich. Der sieht nämlich aus, aber filmen. Schaut mal, der schaut wirklich aus, als wenn er schwimmen würde. Ist kein Witz. Geht's noch weiter hinter? Ist ein Durchgang. Da sind schon wieder solche Steine, die so aussehen, als wenn sie schwimmen. Ekelhaft. Bah. Geh mal rüber. Ding.
Was ist da hinten? Da ist wahrscheinlich ein Durchgang. Auf die andere Seite. Ne, ist da noch ein Raum. Ach ne, ist der Durchgang. Zum Hauptgang. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber da hinten sieht man die Taschenlampe von den anderen. So richtig aus dem Tunnel leuchten. Sagen, das ist ein alter PC gewesen hier. Schaut's mal. Wenn sich da auskennt, könnt ihr ja mal gerne sagen, was das gewesen ist, ob ich recht hatte. Oder ob ich komplett falsch liege, wieder mal. Wäre nichts Neues. Also draußen geht's richtig ab. Wir haben Gewitter draußen. Und man hört hier richtig den Donner hier drin. Dann denkt man die ganze Zeit irgendwie, die Wände krachen ein. Oh, eins Treppe. Ja, ja, sicherlich. Aber ich nehme nicht die Treppe. Ich gehe auf diesem Rohr hoch. Weil Treppe wäre viel zu einfach. Durchzug. Das ist eine Leiter. Gerade mühevoll da hochgeklettert. Schwerer als es ausschaut, weil diese Stahldinger da runter krachen. Kann man runter? Muss jetzt mal kurz gucken, wie ich da runterkomme, ohne mir weh zu tun. Ach. So. Wow, da geht's hardcore hoch. Da geht's extrem weit hoch. Da ist ein Stahlding im Weg. Und selbst danach geht es nochmal höher. Aber wie stabil die ist, also Leiter, das will ich gar nicht wissen, wahrscheinlich gar nicht. Kracht alles schon runter, sobald du es berührst. Das lass mal lieber. Aber es ist interessant, es geht extrem weit hoch. Ich kann jetzt so, stell ich nochmal dahin. Oh, ist die dreckig geworden, die GoPro. Oh, da. Wieder nehmen. So, hochkommen. So, und wie komme ich jetzt runter? Weil, wie ihr seht, der Stein ist nicht wirklich fest. Ja. Ja, warte jetzt mal. Ey Mädels, ich brauche mal jemanden. Doch, die Kati kann schon kommen, alles gut. So, jemand kommt. Nehmen wir jetzt dann das kurze Zeug ab. Richtig. Ist das vorgestiegen? Ja. Es ist fest, es ist nicht rutschig, keine Panik. Ja. Glaub mir, ich bin hier hochgeklettert. Ja, und jetzt kommst du nicht mehr runter, oder? Nein, irgendjemand muss mir nur das Zeug abnehmen. Ist gut, wenn wir hier stehen, können wir gleich ein Bild für dich machen. Soll ich ein Bild für dich machen? Das ist ein richtig geiles Ding. Ja, das wäre super. Da geht's richtig weit hoch. Das wäre super. Da musst du mir nochmal die Taschenlampe geben. Ja, ich nehme das, du nimmst das. Guck mal, die filmt noch. Drück einfach mal auf den roten Button da. Auf den Griff. Ich halte falsch rum. Ja, alles gut, dann hast du dich. Hier ist jetzt klar. Ja, mal. Wenn ich auf der anderen Seite wäre eine Treppe, um hier reinzukommen. Aber im Prinzip hast du schon... Aber es ist exakt dasselbe, was du gerade eben gesehen hast. Auch wieder der Schacht nach oben. Ja. Nur alles in einem bisschen besseren Zustand. Ja, warte, ich gehe zur Treppe. Ich habe keinen Bock, mich jetzt aus dem Auto zu legen. Dieses weiße Zeug ist nicht hart.
Wahrscheinlich sind da die Sachen einfach kristallisiert. Das kann sein. Weiß es nicht. Schaut eher aus blau. Mir geht's ja viel besser als bei den anderen. Die Treppen werden sogar stabil noch. Bin aber trotzdem nicht rauf. Das ist ein E-Ende. Ja, da geht's noch weiter. Ich weiß halt nicht, wann die Ding kommt, die Grenze. Oha. Ja, der Papa kann schon recht haben, dass wir da wieder rauskommen. Was ist los? Warte. Hast du es? Ja. Versuch's. Ich versuch, ich guck, ob da hinten der Ausgang ist. Ob man da raus kann. Uiuiui. Oh mein Gott, wir sind im Maschinenraum. Ja, hier ist das Geilste von allen. Hier sind zwei riesen Tanker, da haben wir einen riesengroßen Haken. Da geht es immer noch weiter. Das ist hier so eine Plattform. Und ich würde sagen, das hier ist so ein Generator, so ein Motor gewesen. Schaut es euch mal an. Haben wir hier diese Antriebswelle. Und da geht es immer noch weiter. Da, guck mal, da haben wir noch einen Motor. Sieht sogar fast aus wie ein Automotor. Mit diesen ganzen Kolben da. Geht's erstmal in den da rein. Schauen wir, wie weit es geht. Und dann gehen wir den anderen noch mal ein. Ich bin hier, warte. Hier sind auch noch mal zwei Tanker. Hier haben wir auch noch mal zwei Tanker. Da ist ein Ausgang. Und der wird wahrscheinlich auf den Hauptweg führen. Schauen wir jetzt mal kurz nach.
Und wie ich mir dachte, hier sind wir auf dem Hauptweg. Habt ihr den Maschinenraum gesehen? Ha? Habt ihr den Maschinenraum gesehen mit den Riesenmotoren? Nein, ich krieg's schon wieder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zylinder. Dann nehmen wir es auch noch einen 9 Zylinder rein, und das ist ein V8 oder V6. Ja. Genau, Dominik, erklären Sie das mal, was das für ein Motor ist. Das ist ein 9-Zylinder-Dieselmotor. 9-Zylinder-Dieselmotor? 9-Zylinder, ja. Kannst sogar Kurbelwelle sehen, dort ist offen. Wow, ja. Das ist keine Ahnung, ist mehr ein Öl- oder Kühlleitung. Und daneben steht ein V8. Warum ist die Scheibe so klein? Wo? Das sieht wie eine Schlange aus. Oder wie ein Schlange. Also ich schätze mal, der hat noch um die 2.000-3.000 PS. 2.000-3.000 PS schätzt du? Hast du den Kran gesehen? Aber ich bin nicht weitergegangen, weil ich weiß nicht, wann die Grenze kommt. Film den Motor nochmal und lass da vom Dominik erklären, was das für ein Motor ist. Der weiß es. Oh, guck mal, hier am Boden. Oh, ist das Sperr, ein scheiß Ding. Ach, Absperrhänge und alles. Die hat, glaube ich, der Dominik, oder sind schon Mama da? Und die Katharina gehen dahinter. Ich hab die Sachen. Hast du die? Ich hab die, ja. Warum gehen die denn dahinter? Und 18,3. 13,6. So, das soll angeblich der interessante Raum sein? I don't know. Hä? Es ist ein Tank. Wir befinden uns gerade in dem Tank. Den hat es richtig gefetzt, ja.
Pass mal da. Überleg mal, was da für Kraft dazu gehört. Na gut, dann raus. Ich weiß nicht, wie lange wir hier drin waren. Na, mit der Lampe kommst du sowieso nicht weit. Das ist sowieso. Ja. Warum sind die mit dem Schlüssel immer ganz hinten? Ja. Die immer 10 Jahre brauchen. Rentner halt. Immer diese Rechtsfarbe. Nee, der eine hat sich auf einem anderen Kanal eingestellt. Der hat sich überschnitten. So, die ersten Gebrauchsspuren, schau. Trinken wir erstmal ein Stückchen Wasser. Dann trinke ich ihn. Ja, es wurscht. Das war ein. Gleich ein ganzer Duck. Solange es vorne nicht war. Ja. Das ist der Moment.